Hallo, hallo, ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Pony und Vieh. Ihr habt mir das letzte Mal einfach geschrieben, dass ihr so noch nicht so ganz wisst, wer Ria überhaupt ist. Und ich habe zwar unten in die Videobeschreibung ein bisschen so ein paar Infos reingepackt, aber ich will euch jetzt einfach mal dieses Pony vorstellen. Und ja, das erste Merkmal merkt man schon. Sie ist unglaublich verfressen. Ich lasse sie jetzt auch ein bisschen grasen, weil das wäre jetzt schon echt fies, wenn sie hier an dem schönen, saftigen Weg stehen müsste und sie dürfte nicht fressen. Ja, also das wäre schon echt fies. Und so fies sind wir ja nicht zu dem kleinen Pony. Ja? Süße. Ja, ich will euch heute einfach so ein paar Sachen über Ria erzählen, wo ich über sie weiß und vielleicht auch so ein paar Merkmale sagen. Wie man sieht, sie lässt sich tatsächlich beim Fressen überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Also ich könnte ihr jetzt hier an den Öhrchen rumhantieren und sogar die Ohrenspitzen in die Muscheln versenken und es macht ihr nichts aus. Ne? Wenn sie frisst, dann frisst sie, dann kann neben ihr eine Bombe losgehen und das interessiert sie null. Inzwischen hat sie nicht unbedingt gewollt, keine Stehmähne, weil wir einfach im Sommer festgestellt haben, es ist viel zu warm. Wir haben ihr zwar dann Zöpfchen gemacht mit ihrer schönen, dicken, langen Mähne, aber auch das war einfach viel zu lang und viel zu warm. Und irgendwann hat dann Ria selber beschlossen, ich will hier was Kurzes haben. Und wir haben die tatsächlich komplett geschnitten mit der Schermaschine. Und sie ist aber so schön gewachsen und jetzt steht sie halt echt schön. Ich werde sie jetzt 2 cm wachsen lassen und dann nochmal nachschnippeln. Unser Viech hier hat auch einen Riesenschüppel und ja, es ist halt auch so, sie hat tatsächlich wie ein richtiges Fjord von hier vorne über den Rücken den kompletten Aalstrich bis hin in den Schweif. Was ja auch echt ein Merkmal ist für die Fjordis. Was auch so ein Merkmal ist, was man bei ihr auch wunderschön sieht, das ist, bleibst du mal stehen, Süße, hier diese Zebrastreifen. Also das kommt ja noch von den Urpferden und ich finde, bei ihr sind sie eben extrem schön ausgeprägt hier. Und natürlich auch hinten der Fesselbehang, den man bei ihr schön erkennen kann. Was sie noch hat, so, dazu muss ich sie jetzt aber mal vom Fressen weglocken. Komm, schau mal, du kriegst auch ein Märchen, wenn du brav bist. Sie hat hier natürlich auch das schöne Mehlmaul. Also so nennt man das, wenn die Fjordis halt ein weißes Maul haben hier vorne. Das sieht aus, wie wenn sie mit ihrer Schnauze ins Mehl reingetupft wären. Und das ist halt auch echt süß. Und hier oben auch an den Ohren die schwarzen Ohrspitzchen. Ja, also das ist auch so typisch Fjord. Man sieht auch an ihrem ganzen Körperbau, dass sie nicht unbedingt ein hochgezüchtetes Dressurfjord ist. Also sie hat inzwischen ganz schön abgespeckt, wenn ihr so das erste Video euch anguckt, so die ersten Bilder, sie hat wirklich abgespeckt. Aber man sieht am ganzen Körperbau, dass sie halt eher ein robustes Fjordi ist. Ne? Aber das ist auch völlig in Ordnung so. Meine Kleine. Was auch noch ist, Ria ist ja eigentlich, wir haben jetzt festgestellt, sie ist ein norwegisches Fjordpferd, aber ist ein französisches norwegisches Fjordpferd. Ja, sie ist eine kleine Französin. Sie ist jetzt nicht wirklich so edel wie ein französisches Pferdchen, aber ich weiß auch nicht, ob sie mich manchmal nur nicht verstehen will, weil sie so einen riesen Dickkopf hat, was auch ein Merkmal von ihr ist. Oder ob sie mich nicht versteht, weil sie einfach nur Französisch spricht. Aber vielleicht will sie mich auch manchmal gar nicht verstehen. Ne? Wenn wir arbeiten wollen, dann haben wir erst immer eine Meinungsverschiedenheit, weil Mrs. ihren dickschädeligen Ponykopf durchsetzen muss. Weil, wie gesagt, sie ist nun mal ein wahnsinniger Dickschädel und sie ist auch sehr stur. Also sie kann stur sein, sagen wir mal so. Sie ist eine total Liebe und wenn man sich mal durchsetzt, und wenn man zu ihr halt auch mal sagt, hey, ich bin der Boss, dann ist sie total gechillt und läuft auch wirklich wie so ein kleines Hündchen neben einem her. Aber man muss sich tatsächlich erstmal durchsetzen, weil wenn man das nicht tut, dann
wird sie halt so stur und frech, dass es teilweise schon an Unverschämtheit grenzt. Ne? Stute und Pony ist halt einfach eine extrem sture Mischung. Wir haben anfangs auch echt ein Problem damit gehabt, weil wir nicht wussten, warum, wieso, weshalb gibt sie einfach keine Hufe. Bis wir festgestellt haben, sie hat es halt einfach anders gelernt. Also normalerweise geht man ja hier runter und dann gibt das Pferd den Huf. Das macht sie nicht, weil sie das nicht kennt. Bei ihr muss man tatsächlich hinten einmal antippen und dann gibt sie den Huf. Also sie hat das genau so gelernt und deswegen werde ich das jetzt auch so weiter umsetzen, weil wieso muss ich mit ihr kämpfen, wenn ich halt weiß, okay, sie hat es anders gelernt, dann setze ich das so um. Was man bei Ria auch sieht, und das ist so typisch für die französischen Norweger, wie auch in Norwegen selber, werden die französischen Norweger mit zwei Brandzeichen gekennzeichnet. Das ist einmal hier so ein X und eigentlich sollte hier so ein leichtes Eichenblatt noch drüber sein. Das sieht man jetzt bei ihr nicht mehr so gut. Das nennt sich Ambrosiuskreuz oder so ähnlich. Und dann auf der anderen Seite ist so ein Oval oder kreisförmig mit einem Buchstaben drin. So. Und sie hat halt wirklich auch beide. Heute bist du nicht unbedingt besonders schick, heute bist du nämlich dreckig. Du hast dich nicht schick fürs Video gemacht. Ria, untersteh dich hier. Ria kann man nicht waschen, weil sie ist tatsächlich wasserscheu. Ich glaube aber weniger, dass das wirklich am Wasser liegt, als daran, dass sie eben auch auf Gerte, alles was hier so ab der Schenkellage anfängt, reagiert sie eben auch auf Gerte sehr heftig, sagen wir mal so. Da kommt sie einem halt hinten hoch. Sie macht das jetzt nicht irgendwie bösartig und sie hat auch noch nie so lange gebuckelt, bis jemand abgeworfen wurde. Aber so ab Schenkellage reagiert sie auf die Gerte wirklich sehr heftig. Man kann sie aber vorne ohne Probleme an der Schulter ansetzen. Und so ist es auch beim Wasserstrahl. Also Wasserstrahl hinten, da dreht sie sich im Kreis am liebsten und kriegt Panik in den Augen. Aber Wasserstrahl vorne ist um einiges besser. Also da werden wir auch dran arbeiten, dass wir einfach ihr das Vertrauen wieder herbringen, dass man sie eben hinten nicht nur anfassen kann, sondern dass man eben auch hinten mehr mit ihr machen kann. Ja, also manchmal, sie erschrickt sich jetzt nicht, aber manchmal ist es schon so, wenn man jetzt beim Putzen zum Beispiel ist und sie guckt gerade zur anderen Seite und man steht dann hier, dann dreht sie sich auch mit dem Arsch weg. Also das ist, ich denke, sie wurde halt da einfach ein bisschen unsanft angefasst mit der Gerte hinten am Popo. Ja, also ihr seht ja, so anfassen ist überhaupt kein Problem, gerade wenn sie frisst. Aber mit der Gerte bräuchte ich jetzt nicht kommen, weil wenn ich sie jetzt mit der Gerte hier antippen würde, hier hinten, dann würde sie den Arsch lupfen. So, habe ich noch irgendwas vergessen, Juju? Nö, war eigentlich... Sicher? Nö, aber ich glaube, das hat alles gepasst. Jo. Ria, willst du jetzt eigentlich vielleicht auch mal Hallo oder Tschüss sagen? Das Pferd ist am Fressen. Oder muss ich dich einfach wieder mal mit was anderem zum Fressen locken? Ein Merkmal gibt es nämlich auch noch. Ria liebt Möhren. Also wir haben festgestellt, Äpfel mag sie nicht so gerne wie Möhren. Aber man kann sie eigentlich mit allem, was fressen ist, wirklich ködern. Und gibst du ihr ein Möhrchen, bist du ihr bester Freund. Ja, guck mal. Schau mal Möhrchen. Aber Gras ist, glaube ich, noch ein bisschen interessanter. Schau mal Möhrchen. Guck mal Möhrchen. Möhrchen. Schau mal. Komm mal her. Hier, komm mal her. Komm zum Möhrchen. Ja, fein. Siehst du, mit Möhrchen kannst du sie tatsächlich vielleicht auch weglocken vom Gras. So, und jetzt sagst du vielleicht mal Tschüss. Sagst du jetzt Tschüss? Sagst du Tschüss? Jetzt habe ich das Möhrchen fallen gelassen. Ich bin gemein, ne? Aber schau mal. Sag mal Tschüss hier. Du hast es noch nicht so ganz kapiert, dass deine Kamera ist, ne? Kamera ist... Also es tut mir echt leid, aber Kamera und ihr seid wohl ein bisschen uninteressanter als Gras. Ich wollte jetzt eigentlich schon Schluss machen, aber jetzt fällt mir tatsächlich noch was ein. Ihr habt ja das erste Video gesehen und ihr habt ja gesehen, dass ich mit Westernsattel auf ihr reite. Ich könnte sie theoretisch auch mit dem Englischsattel reiten. Und ihr habt ja auch gesehen, ich reite sie nicht mit Doppelzügel, sondern ich reite sie mit einem geschlossenen Zügel und ich reite sie auch mit Anlehnung.
aber eben mit Western-Sattel, weil ich einfach finde, zu diesem dicken Bauch passt halt ein Western-Sattel besser. Und mir ist es egal, in welchem Sattel ich sitze, aber ich finde halt einfach, dass ein großer Western-Sattel mit einer großen Auflagefläche für sie auch bequemer ist, dadurch, dass sie halt auch ein bisschen dick ist, ne? Und dass sie halt auch sehr breit ist. Und wir haben tatsächlich keinen Englisch-Sattel gefunden, der ihr so gut gepasst hätte, dass es auch wirklich gut ausgeschaut hätte, ne? Also von dem her, sie ist Englisch und Western geritten, deswegen macht ihr das gar nichts aus, wenn sie an der Anlehnung ist. Sie kann aber auch sehr viel aus dem klassischen Western, also sie macht mit mir ja anfangs, hat sie mit mir einen Sliding Stop gemacht und zwar fast ständig, so den Reithallenboden fast umgepflügt. Na, kannst du dich da noch dran erinnern, Jojo? Da war sie mit dem Arsch fast unten auf dem Boden gesessen. Ja. Genau, und was sie halt auch, was bei ihr ganz interessant ist, also so eine Vorhandwendung, wie man sie lernt, so Schritt für Schritt, ein Schrittchen, dann wieder stehen bleiben, wieder ein Schrittchen und wieder stehen bleiben, das ist bei ihr tatsächlich nicht drin, wenn man sie reitet, weil am besten macht sie die Vorhandwendung, wenn du ihr die Zügel lang lässt und ihr einfach nur kurz die Schenkelhilfe gibst und dann flutscht sie da um die Ecke rum und dreht sich einmal in einem Affenzahn um den Kreis, dass ich mir denke, mein Körper kommt gar nicht so schnell mit, um sich selber zu drehen. Und wenn du mit ihr wirklich so Schritt für Schritt machen willst, dann guckt sie einen an und hat Fragezeichen in den Augen und weiß gar nicht, was du von ihr willst. Ja, also das ist vielleicht auch noch so ein Merkmal, aber daran arbeiten wir einfach, um ihr das auch ein bisschen gechillter zu machen, weil natürlich ein Sliding Stop oder auch in einem Affenzahn um die Wendung rum muss jetzt nicht sein. Das belastet natürlich auch die Gelenke, gerade wenn ein Pferd nicht unbedingt besonders schlank ist. Und wir wollen ja mit ihr Freizeit reiten, ne? Wald- und Wiesenpony. So, jetzt machen wir aber echt Schluss. Wir kriegen sie, glaube ich, wirklich nicht mehr dazu, dass sie jetzt schön Tschüss sagt. Aber wir machen jetzt einfach Tschüss. Wir machen jetzt einfach so Tschüss. Ja, das interessierte Ria. Sie sagt, nein, wir sollen das Video nicht beenden, aber ich mache es jetzt trotzdem. Weil ich glaube, ihr habt jetzt wirklich so einen Rundumblick. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und dann kann ich euch die Fragen gerne beantworten. Vielleicht auch mal in dem nächsten Video. Mal schauen, was so von der Dicken noch zu sehen gibt. Und ob sie irgendwann mal ein bisschen fotogener wird. Ihr könnt mir ja wie immer so ein kleines Like da lassen. Ich glaube, das gefällt Ria auch. Vor allem, wenn ich sage, für jedes Like, das ihr da lasst, kaufe ich ihr ein Möhrchen. Dann wird sie sich da sehr drüber freuen. Und dann, wenn ihr das erste Mal da seid und noch mehr von Ria und mir sehen wollt, könnt ihr mir ja auch so ein kleines Abo da lassen. Oder schaut einfach mal bei einem anderen Projekt rein. Equine Passion ist zum Beispiel so momentan mein wichtigstes Projekt. Da könnt ihr dann auch sehen, wie ich Pferde züchte. Bis dann, eure Vieh. Tschüss.